Showagentin Radio Quasselwasser. Telefonitis. Hallihallo, hier ist Showagentin Radio und ich gehe wieder meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ich habe wieder einmal einen interessanten Gesprächspartner, ja, eine interessante Gesprächspartnerin, die ihr wahrscheinlich alle kennt oder alle kennen solltet. Am Telefon Rosanna Rocci. Ein herzliches Willkommen, liebe Rosanna. Buongiorno, buonasera. Ah, buongiorno, buonasera. Wie geht's dir, gute Laune Interpretin? Mir geht's super. Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Ja, das hört man ja nicht überall in der heutigen sehr bewegten, ja herausfordernden Zeit. Wir haben ja alle gemeinsam sehr viel erlebt in den vergangenen 3 Jahren. Ja, und wie bist du denn bisher so durch diese Zeit gekommen? Es ist ja sehr herausfordernd, auf der Bühne zu stehen in einer Zeit, wo viele, viele Menschen schlechte Laune haben. Also, ich muss erst sagen, ich hätte niemals gedacht, dass, dass es so lange dauern würde, was seit 3 Jahren passiert. Hätte ich niemals gedacht, ich hätte jede Wette verloren. Aber ich hatte alles. Also bei mir waren die Gefühle in der Achterbahn, mal rauf, mal runter. Aber ich bin ein Mensch, der versucht immer positiv, immer das Beste daraus zu machen. Und ich sehe aber immer beide Seiten. Ich sehe nicht immer das negative Seite, weil jede Medaille hatte 2 Seiten. Es gab sehr viel negativ, sehr, sehr, sehr viel schmerzhaft, sehr viel Trennungen. Aber auf die andere Seite auch ganz viele positive Sachen sind passiert. Ich habe viele Leute verloren, aber neue Leute dazu gewonnen, kennengelernt. Und vor allem, ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin stärker geworden und das haut mich immer weniger um, wenn man was passiert. Ne? Ja. Ja, das ist ja auch so diese energetische Zeit. Ja, das können wir alle verfolgen. Was nicht zusammengehört, wird auch nicht zusammenbleiben. Ja, das ist nicht unbedingt nur auf Menschen bezogen, sondern bezieht sich auf so ziemlich alles. Und was zusammengehört, das fügt sich automatisch zusammen. Das sind ja so universelle Gesetze, die ja jetzt in dieser Zeit, wo wir in die höhere Energie gehen, kann das jeder sehen oder zumindest erst mal fühlen. Und beim Fühlen sind wir ja schon mal bei einem Punkt, da scheiden die Menschen aus, die halt immer so sagen, du kennst so Sprüche, ich glaube nur das, was ich sehe und was ich anfassen kann. Das sollte man natürlich jetzt in dieser heutigen Zeit mal hinterfragen, weil diese Energie, man fühlt sie ja auch und man fühlt auch Wahrheiten, ne, die sich immer wieder bestätigen. Stimmt's? Definitiv. Also ich war früher blind. Ich bin blind durch die Welt gerannt, getanzt, gesungen. Und ich habe immer gedacht, alles ist gut, alles Menschen sind nett, alles sind... Und momentan ist so, ob meine Brille, meine Augen alles sehen, wie unter die Lupe, ja. Und ich spüre und sehe alles. Es ist manchmal nicht schön, weil man merkt dann plötzlich, was ist das für eine Energie, negative Energie, ne? Mhm. Aber auf die andere Seite ist das gut, ja. Weil nur dann kann man sich dann beschützen, ne? Also du meintest jetzt die rosa-rote Brille, die sogenannte, die hatte dann erstmal einen Sprung im Glas, ja, und letzten Endes muss man sie dann mal abnehmen, um Dinge neu zu sehen und zu erkennen, und dann nehmen wir diese Sachen zur Kenntnis, was natürlich heißt, dass wir sie alle in der Tiefe, die einzelnen Themen, was wir jetzt gerade sehen auf der Welt, nicht alle unbedingt verarbeitet haben. Ich denke mal, das ist ein Prozess, der dauert Jahre oder Jahrzehnte. Aber es ist ja schon mal schön, wenn man dann sagt, ja, ich fühle mich super. Und das in dieser Zeit, wo halt, ich sagte es anfangs, viele, viele Menschen den Kopf
dahin stecken, wo er nicht hingehört, und zwar in den Sand. Definitiv. Also ich sehe das für mich wie ein dreijähriges Abitur, was ich nie gehabt habe. Also ja, das ist jetzt ja, Abitur. Ja. Ich habe so viel gelernt und es war so anstrengend. Mein Kopf hat geraucht vor lauter Gedanken und Informationen. Aber jetzt bin ich ein Punkt, bin ich ganz ehrlich, ich will wieder Musik machen. Ich konnte keine Musik hören. Ich habe schon lange nicht mehr getanzt. Ich will wieder tanzen. Ich will wieder Musik machen und ich will wieder lachen. Und ich habe immer gelacht, so ist es nicht. Aber die letzten 3 Jahre, glaube ich, habe ich mehr geweint als gelacht. Und ich freue mich und ich spüre, ich weiß es nicht, woher die Idee, ich spüre eine verdammte gute Energie in mir. Und ich glaube, dass das alles gut wird. Auch vielleicht, wenn es mal wieder ein bisschen schlechter, es muss schlechter werden, aber wir müssen aushalten. Ja, hast du sehr gut gesagt. Wir müssen einfach aushalten, wir müssen durchhalten, wir müssen durch diesen Sturm da durch. Und ich hatte gestern so eine schöne Engelskarte in Meckle Live. Ja, da hieß es, ich habe sie hier gerade nicht hier, ich gucke gerade. Also manchmal bedarf es einen Sturm, damit hinterher wieder Klarheit da ist. Ja? Und wir sind ja gerade quasi im Auge des Sturmes. Und das ist natürlich auch anstrengend. Da muss man ganz schön viel festhalten, damit das nicht alles wegfliegt oder wegfetzt. Ja, aber ja, das ist auch der größte Sturm überhaupt und die größte Veränderung der Menschheit. Ja, und dann gibt es halt so Menschen, über die sprechen wir jetzt aber nicht, die wollen das alles nicht sehen, das wissen wir, das müssen wir gar nicht in der Tiefe jetzt nochmal besprechen, sondern eher mehr die Fröhlichkeit. Wir widmen uns ja auch immer der guten Laune, der Heiterkeit. Und wenn du sagst, du möchtest jetzt singen, tanzen, Musik machen, dann stelle ich dir neugierig die Frage, gibt es denn demnächst was Neues von dir? Hast du ein neues Projekt angefangen oder bist du schon mittendrin? Oder wie sehen deine Zukunftspläne aus? Also bei mir gab es jetzt wirklich die letzte Zeit auch viele Veränderungen. Meine Beziehung ist auch dadurch kaputt gegangen und Management ist auch kaputt gegangen. Oh, wow, wow, wow. Aber ich bin jetzt in Kontakt mit ganz vielen anderen Leuten. Ich lasse mir Zeit mit neuem Management, aber wie gesagt, es laufen sehr viele Verhandlungen. Auch ich habe ein paar Lieder, ein paar Songs, die ich aufnehmen möchte und ich werde jetzt nächste Woche rangehen, mir einen Produzent aussuchen und ein Studio aussuchen. Ich bin positiv, ich freue mich, also ganz ehrlich, obwohl letzte Zeit sehr, sehr traurig war, wie gesagt, wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist schon sehr schmerzhaft, obwohl, wenn man, Moment, stopp, mein Deutsch ist nicht so gut, weil ich habe gedacht, ich hatte endlich mal einen Mensch, der genauso wie so wie ich bin und er geht mit mir den Weg und plötzlich entwickelt man sich dann doch unterschiedlich. Das tut weh, aber wie gesagt, wir müssen nach vorne schauen und das mache ich auch und ich freue mich und ich will wissen dann auch, wie dir persönlich, du bist der Profi, meine neuen Songs gefallen. Naja, also Showagentenradio wird sie natürlich dann gleich spielen, ganz klar. Und ich weiß auch, du hast unter den Herzensmenschen nicht nur viele Sympathien, sondern auch sehr viele Fans. Und du hast das jetzt von dir aus alles so aus dem Nähkästchen geplaudert. Da wird natürlich der ein oder andere sehr hellhörig und denkt jetzt, oh, Frau Rocci, da muss ich mich ja mal auf den Weg machen. Aber Frau Rocci, Entschuldigung, ich mache eine Ansage. Ja. Meine Damen und Herren, guten Tag, hier spricht Frau Rocci. Ich bin wieder auf dem Markt. Okay, ich wollte das nicht so sagen, das würde ich mir nicht rausnehmen, aber okay, so, dann kommt jetzt der Briefträger. Ich kann über mich lachen. Das ja, ist okay. Jetzt kommt der Briefträger und bringt säckeweise Fanpost. Ja. Und das Kuriose ist ja, man weiß ja noch gar nicht, an welches Management man jetzt schreibt, weil das wählst du ja jetzt gerade erst aus. Also ja, wir gucken mal.
mal. Und ich freue mich sehr auf deine neuen Musikprojekte, die dann kommen. Und ich habe ja schon im letzten Jahr gesagt, wenn das alles erledigt ist, was wir so sehen, also wenn da Klarheit ist, dann machen wir eine große Party auf Mallorca und du hast mir zugesagt, dass du dann da auch singen wirst und dann bestimmt mit einem neuen Album und einer Autogrammstunde. Ich stelle mir das schön vor und ja, wir werden sehen, dass wir im neuen Leben mal einen gemeinsamen Song machen. Das wird ein Hit. Und ich habe sogar schon jemanden, der das produziert und vielleicht schon die ein oder andere thematische Idee. Aber das ist Zukunftsmusik, aber da geht's ja hin in die neue Welt. Und wir bei Showagenten Radio spielen ja sehr, sehr gerne und vieles von Rosanna Rocci. Und jetzt habe ich Solo Con Te ausgesucht und dann suchst du bitte auch noch einen aus, den du jetzt favorisierst aus deiner Laufbahn. Moment, ein Thema habe ich noch. Wie lange bist du jetzt, du sagtest gerade, du bist auf dem Markt. Wie lange bist du jetzt auf dem Markt der guten Laune als Künstlerin auf der Bühne? Oh Gott, ich habe meine erste Mal auf der Bühne war in der Schule. Habe ich da Akkordeon gespielt. Da war ich 7. Oh. Das war meine erste und ich habe mich echt fast in die Hose gemacht. Ich war so aufgeregt. Ja. Und danach, also richtig professionelle Musik habe ich dann angefangen mit 20. Also ich bin, ne? Ja. Ein paar Jahre schon auf dem Markt. Also ich bin schon über 30 Jahre dabei auf dem Markt. Lampenfieber habe ich immer noch. Also in die Hose mache ich mir trotzdem immer noch. Oh, das arme Höschen. Mit. Ja, aber ja, das war mein, Musik war immer so mein Motor, meine Medizin, meine alles. Und wie gesagt, die letzten 3 Jahre hatte ich keine Zeit dafür, weil ich habe mein Abitur nachgeholt, das Abitur des Lebens nachgeholt. Ja, hast du gerade beschrieben, hast du sehr gut beschrieben und du bist damit nicht alleine. Das haben ganz, ganz viele erlebt und dafür sollte man auch dankbar sein an jedem Tag. Ja? Wir lernen ja alle nie aus und wir lernen bis zum letzten Tag unseres Lebens. Eine sehr, sehr spannende und zugleich herausfordernde Darf Zeit. Darf ich dich unterbrechen? Immer, immer. Da gibt es, Entschuldigung, das ist nicht nett, aber bevor ich das vergesse. Ja. Ihr habt ein wunderschönes Sprichwort auf Deutsch. Man wird älter wie eine Kuh, man lernt immer noch dazu. Genau. Ja, genau. Und wie sieht es bei den Männern dann aus? Wie ein Ochse oder was? Kein Kommentar. Gut, wir freuen uns sehr auf alles, was da Neues kommt. Ja, du hast ja auch einen befreienden Post abgesetzt in deinen Social-Media-Kanälen, also bei Facebook habe ich es gesehen und du hast ganz, ganz viele Sympathien auf deiner Seite, auch wenn eine Rosanna Rocci wie einige wenige aus dem Entertainment-Bereich, muss ich korrekterweise sagen, gegen Windmühlen kämpfen. Und man muss schon aufpassen, dass man sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Aber ich habe von dir nie etwas Böses gelesen. Irgendwie, du hast halt immer deinen gesunden Menschenverstand walten lassen. Du hast für dich die wichtigen und richtigen Fragen gestellt. Und dafür als Preis gegen Windmühlen kämpfen, da muss man halt entsprechend stark sein. Das ist Rosanna Rocci. Und ich freue mich sehr, dass eine Rosanna Rocci dazugehört, die ich ja damals, das war noch einer meiner ersten Interviews, das erste Interview, was du gegeben hast auf dem Kurfürstendamm in Berlin, habe ich geführt, 1991, glaube ich, war das, ne? Ja, die Welt ist verrückt und klein. Ja, ja. Da war die Hitparade, das war mal auch meine erste Hitparade. Und dann hat mein Manager mir einen Job besorgt, wo du da warst. Und das war unser erster, meine erste Interview, ja. Ja, genau. Ja, ja. Und dann so durch einen sogenannten Zufall fließt das dann alles entsprechend wieder zusammen. Ja, ich bedanke mich herzlich, liebe Rosanna Rocci, und ich überlasse dir jetzt natürlich die abschließenden Worte und dann hören wir gute Laune-Musik von dir, die ja bei dir immer auf jeder einzelnen Platte zu finden ist, deutsch, italienisch,
Ja, und ich feiere das sehr. Ich feiere im Übrigen auch und auch in der deutschen Schlagerparty des Öfteren deine Nummer von Arrivederci Hans. Ja, sehr gute Interpretation, ja. Und du traust dich also wirklich auch an Titel ran, wo man sagt, ah nö, das wird doch nichts. Ich erinnere daran, Theresa, deine erste große Single, wolltest du ja eigentlich gar nicht singen. Und siehe da, ja, und, so ein Zufall. Und Arrivederci Hans auch nicht. Auch nicht. Entschuldigung. Ja. Nein. Ich bin fast verprügelt worden, diese beiden Nummern zu singen. Und ich habe gesagt, okay, ich möchte das, aber ich sage es euch, das wird nie was. Da hast du dich leider vertippt, ja. Arrivederci Hans habe ich außer Wetten das alle gehabt, alle Fernsehsendungen gehabt. Aber ich muss sagen, das war 2004, da hat die echte mega, mega Styling, habe ich Glück gehabt. Ja, das war schon was besonders. Und es ist oft, ich bin nicht alleine als Künstlerin, dass gerade Songs, die man selber nicht mag, dann plötzlich ja, erfolgreich werden. Ja, da gibt es so einige Beispiele, ja. Nicht nur bei Rosanna Rocci. Da hat man manchmal so irgendwie, ja, nicht so dieses richtige Gefühl der Auswahl oder man ist gerade auf einer anderen Welle unterwegs und dann kommt jemand mit einem Titel, da sagt dann der Interpret, also nee, das ist ja wohl ein Scherz, dass du mir das anbietest. Und dann, oh, na, ein Glück habe ich das dann doch gesungen, ne? Arrivederci, Hans, werde ich auch gleich mal spielen, ja. Ist ja ein Ohrwurm, den jeder kennt. Und du hast auch so viele schöne, fröhliche Fernsehsendungen wirklich nicht nur begleitet, sondern gestaltet. Du bist immer ziemlich weit hinten in der Sendung aufgetreten, nochmal so als krönender Abschluss, damit man dann am Ende einer Sendung nochmal zack, die gute Laune ganz nach oben fährt und die Menschen sagen, ach, das war eine schöne Sendung. Und da gab es sehr, sehr häufig eine Rosanna Rocci zu sehen und auch zu hören. Sehr, sehr schön. Das hast du schön gesagt. Ich danke dir. Das ist sehr lieb. Jetzt machen wir Solo con te. Was heißt das übersetzt? Solo con te? Nur mit dir. Na, nur mit dir. Dann sage ich jetzt dreimal dabei, dreimal die Nummer 1. Bitte nicht mehr wieder wählen. Hier ist der Rosanna Rocci und Solo con te. Bravo! Bis zum nächsten Mal, liebe Rosanna. Vielen Dank. Sehr gerne. Ciao, ciao. Solo con te.